Hallo zusammen, seid mir herzlich willkommen zu einem neuen Restaurant-Test. Ich bin hier in Bonn in der Römerstraße 2 und möchte für euch den Cowboys Burger Saloon testen. Ich kenne den Laden tatsächlich schon und kann euch nur sagen, hier gibt es richtig feine Burger. Und die wollen wir uns mal zusammen anschauen. Wir gehen also gleich mal rein. Ich zeige euch ein bisschen den Laden. Dann wird ein Burger natürlich bestellt und ich hoffe, wir können vielleicht auch ein bisschen bei dem Grill mal reinschauen. Wir haben nämlich einen so schönen Lavasteine-Grill und da wird das so richtig schön crispy und das ist durchaus sehenswert. Und dann wird probiert und dann wisst ihr, dass ihr unbedingt mal in Bonn oder in Koblenz gibt es sie auch, unbedingt mal einen Burger hier probieren solltet. Also viel Spaß mit diesem Video. So, wir gehen jetzt mal hier rein in den Cowboys Burger Saloon. Musik läuft übrigens auch ziemlich gute. Mahlzeit, hallo. Herzlich willkommen. Und normalerweise läuft ja auch schöne Musik, das kann ich euch sagen. Wie gesagt, ich kenne das hier. Aber jetzt, gerade für dieses Video, habe ich kurz gefragt, ob der Kollege die ausstellen kann. Weil sonst kriege ich mit YouTube Ärger, wenn jetzt hier Musik aufgenommen wird. Also ihr seht, das ist wie so ein richtig schöner kleiner Saloon gemacht. Hier mit dunklem Holz, mit so einer Theke. Oder jetzt auch hier einfach der Stil der Stühle, Tische, das gefällt mir alles richtig gut. Auch die Deko hier, das ist alles richtig nice. So, ich sag mal, alte Bilder, jetzt hier Terence Hill, Italo-Western, Desperados-Werbung. Also wirklich sehr, sehr nice. Und hier unten gibt es auch noch einen Sitzbereich. Draußen kann man auch sitzen, das zeige ich euch gleich auch noch. Also hier wirklich sehr, ja, schön gemacht hier alles mit den Bildern. Und wie gesagt, schade mit der Musik, weil da kann ich euch sagen, dass das auch wirklich gut zum Setting hier passt. Buffalo Bill, Wild West, Cowboys Burger. Und es gibt auch einen Saloon in Koblenz, habe ich ja vorhin gesagt. Und ich bin jetzt hier gerade so unter der Woche zur Öffnung, weil ich mal Urlaub habe. Yay, 17 Uhr. Und deswegen ist es jetzt hier noch ein bisschen ruhiger. Das ist aber halt dann besser zum Filmen, als wenn dann jetzt hier viele Leute drin sind. Jetzt gucken wir uns mal die Karte gleich an, würde ich sagen. Und dann wird probiert. Man kann hier oben natürlich wählen, aber auch dann gleich über die Karte. Monatsburger gibt es ja auch, aktuell den El Greco. 180 Gramm Neuland-Rindfleisch. Die haben nämlich Neuland-Rindfleisch. Das ist, sage ich mal, so eine Vorstufe von Biofleisch. Nicht ganz, aber fast. Und da kann man sich im Internet darüber informieren. Also es ist schon mal was Gutes, was hier an Fleisch angeboten wird. Hausgemachte Soßen gibt es auch. Cowboy-Soße, Knoblauchsoße. Da müssen wir gleich auch mal zwei von ausprobieren oder drei. Und Corona-Regeln wird hier natürlich aktuell auch drauf geachtet. Und deswegen auch aktuell irgendwie unter der Woche. Erst ab 17 Uhr geöffnet, aber ab August, 1. August 2020, gibt es wohl auch einen Burger-Tag donnerstags. Aber wegen Corona kann sich das auch alles immer noch ein bisschen ändern. Wochenende auch mittags offen. Informiert euch da einfach beim Web, wenn ihr vorbeischauen wollt. Wie gesagt, Koblenz ist sogar, glaube ich, noch ein bisschen länger auf. Und ja, könnt ihr einfach mal schauen. Und ich bestelle jetzt einfach erstmal was. So, wir sitzen jetzt hier draußen auf der Terrasse. Ist wirklich ganz schön hier mit diesen Holzmöbeln. Das gefällt mir auch ganz gut. Das passt also auch zum Setting. Hier gibt es jetzt die Speisekarte. Da schaue ich jetzt mal so, was wir hier so haben. Ich will jetzt nicht alles durchgehen, aber so grob. Es gibt scheinbar so Small Burger, 100 Gramm, 180 Gramm Burger. Dann gibt es auch Veggie, kann man auch nehmen. Dann sowas wie Classic Burger, natürlich so Salat, Tomate, ganz normal, eingelegte Gurke, Ketchup, Cowboy Soße. Die muss ich gleich natürlich dann auch nochmal extra probieren. Cheeseburger, der Klassiker, den werde ich gleich nehmen. Bud Spencer, das ist wohl der größte mit dem Stern, 360 Gramm. Haben sie hier hervorgehoben, Chuck Norris, Bacon, Django, Jalapenos, also alles auch so Wild-West-Namen, also Wild-West, so, ja, die man mit Wilden Westen assoziieren, Lucky Luke, Clint Eastwood, Italo-Western und so weiter. Cheddar, Blauschimmelkäse, Gruyère, Bergkäse, übrigens auch sehr käsig, sehr geil. Chicken Burger, verschiedene Brötchen gibt es, Standard, Ciabatta oder Vollkorn kann man nehmen. Und dann gibt es eben auch, ja, ein Sparmenü, dass man Sachen zusammennimmt, dann wird das wohl auch günstiger. Diverse Getränke natürlich und Soßen verschiedene. Beilagen, Sweet Potato Fries, Cowboy Fritten, also das Übliche, wie man es eigentlich so kennt. Fleisch wird medium gebraten und ja, Getränke natürlich auch, Bierchen gibt es auch, Ben & Jerry's gibt es auch oder hausgemachtes Dessert. Also sehr cool. Ich werde jetzt mal was bestellen, beziehungsweise wir bestellen jetzt hier, was denn, Cola? Das ist so eine Pommeskarte. Ach, eine Pommeskarte, dankeschön. Ja, ach, Poutine, genau, Cowboys Pommes, Poutine mit Guacamole. Poutine ist das hier mit Guacamole und Spezial, also Pommes Spezial mit Zwiebeln, Mozzarella-Dinger mit Bratensoße und Guacamole. Sehr, sehr geil. Ich werde jetzt mal ein bisschen die Karte studieren und dann bestellen wir was und dann wird probiert.
So, jetzt hat man mir erlaubt, hier mal schön zum Grill zu gehen. Hier unten könnt ihr Lavasteine brutscheln sehen. Hier haben wir schön das Grillmuster schon drin. Sieht schon mal sehr geil aus hier. Vorne werden Speck und Zwiebeln gebraten für meinen Burger. Sehr, sehr geil. Und hier sieht man schon mal, wie das belegt wird. Wenn ich ein bisschen dumpf bin, ich habe natürlich Maske auf, alles Corona-konform hier. Sehr, sehr geil. Hier gibt es die ganzen Sachen. Coleslaw. Müsste hier auch irgendwo sein. Habe ich gerade auch noch bestellt. Muss man hier nämlich auch probieren. Ah, es kommt hier schön der Speck. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, wie der Speck hier schon rumrutschelt. So, die Bestellung ist da und guckt euch bitte mal dieses Prachtexemplar hier an. Ich zeige es euch gleich nochmal im Detail. Wir haben jetzt hier bestellt Cheeseburger mit Käse, den Coleslaw, den man unbedingt haben muss. Dann haben wir zwei verschiedene Soßen genommen, Pommes und ich Baconburger. Wir teilen uns jetzt hier einfach mal die Beilagen. Und es sieht auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. Vor allem diese dicken, fetten, geilen Pommes. Guckt euch das bitte mal an, die Cowboy-Pommes. Und ich zeige es euch jetzt nochmal in der Nahaufnahme, damit ihr auch guten Blick habt, was es hier Leckeres gibt. Und dann wird probiert. So, guckt euch bitte mal dieses Leckerchen hier an. Ich meine, ist das nicht mal Foodporn? Ich würde sagen, ja. Die Pommes hier, goldgelb sehen sie aus. Blendet vielleicht gerade ein bisschen von der Straße. Da ist nämlich hier gleich Sonnenuntergang. Dann haben wir hier knusprigen Speck, Salat, Tomaten, Gewürzgurken, Barbecue-Soße, gebratene Zwiebeln, 180 Gramm Neuland-Rindfleisch. Ich meine, ich bitte euch. Dann haben wir hier hausgemachte Cowboy-Soße und Kräuter-Knoblauch-Soße. Wir haben den hausgemachten Coleslaw, der auch richtig geil aussieht. Und hier den Cheeseburger, schön mit Cheddar-Käse drauf, Zwiebeln, Salat. Sieht auch richtig fein aus. Zwiebeln sind da auch noch oben drauf. Und ja, jetzt beiße ich einmal rein, werde ein bisschen genießen und dann gibt es natürlich auch gleich noch ein Fazit. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt dieses Monster hier erstmal in meinen Mund reinbekomme. Das ist auf jeden Fall... Oh, ihr könnt ja ruhig sehen, wer ein Foodburger arbeitet. Ich muss nämlich noch kurz ein Foto machen. Das machen wir jetzt mal kurz noch zusammen. Bevor ich hier dieses Prachtexemplar zerstöre. Setz Blogger live. Das ist jetzt quasi der Blog zu einem Blogger. Und ja, den Pin hier zum Zusammenhalten des Monsters. Die Brötchen werden übrigens auch frisch gebacken hier nach eigener Rezeptur, soweit ich weiß. Was ja, soweit ich weiß, das ist so. Und bitte nochmal hier kurz diese leckere Nahaufnahme. Da tropft schon alles raus. Und kommt es überhaupt nie rein. Boah. Guckt mal bitte an, wie geil Fleisch da drin ist. Innen drin leicht rosa. Hier der Fleischsaft. Seht ihr das, wie das tropft? Das ist ein gutes Zeichen. Bitte mal hier die Nahaufnahme des Fleischsaftes. Richtig gut. Natürlich auch von der Soße eben. Und wenn die Hände so aussehen, dann ist das auch ein sehr gutes Zeichen dafür, dass der Burger saftig ist. Ich probiere jetzt erstmal ein bisschen durch. Pommes vielleicht nochmal eben. Ja. Außen knusprig, innen drin weich, cremig. Super gut. Wir essen jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, damit es nicht kalt wird. Und gleich melden wir uns nochmal. So. Bevor wir jetzt hier gleich alles auffuttern, muss ich natürlich nochmal live mit euch den Coleslaw und die Soßen probieren. Wir haben es natürlich gerade schon ein bisschen durchprobiert, aber jetzt doch mal hier, damit ihr so ein bisschen meine Meinung habt. Kräuter-Knoblauchsoße. Kräuter sind drin, wie ihr seht, ist so Basiscreme frisch. Oh, jetzt habe ich was an der Nase. Riecht gut nach Knoblauch. Richtig schön reichhaltig, frisch, ist ja auch... So kühl, das ist so ein schöner Kontrast, weil die aus der Kühlung kommt, so ein schöner Kontrast zu den heißen Pommes. Die sind, wie gesagt, super knusprig und die liegen jetzt hier tatsächlich auch schon irgendwie 10 Minuten, aber die sind immer noch knusprig außen und das gefällt mir auch schon mal sehr gut. Mhm. Cowboy-Soße, das ist wohl auch Creme Fraiche oder so Basis. Leicht süßliche Note. Ich habe ein bisschen Tomate mit bei oder so, weil sie hier ja, so leicht rötliche Farbe hat. Sehr gut. Den Coleslaw, den haben wir wie gesagt hier. Weißkohl, auch Creme Fraiche oder so. Da ist gerade eine Biene. Kann sein, dass das Video gleich abbricht, weil meine Freundin schreit wegen der Biene. Aber das wäre ja verständlich. Karotten, bisschen Gewürze, Pfeffer kann man hier sehen. Wie gesagt, auch selbst gemacht. Das ist schon mal gut. Das ist auch nur gekostet 2,50 die Riesenschüssel oder was? 2,90? 2,50.
Und das Ding war noch voll. Also sehr fairer Preis. Auch der Burger, 180 Gramm Neuland-Rindfleisch mit Speck, Zwiebeln, gebratene Zwiebeln, Barbecue-Soße, Tomate, Salat, hausgemachte Brötchen, 7,90 Euro. Das ist ein Witz. Ja, ich meine, für 6 Euro zahlt man ja bei McDonald's für so einen normalen Burger schon. Da hat man vielleicht noch nicht mal zu 100 Gramm drauf und alles irgendwie TK-Scheiße. Also richtig geil. Mit Pommes und Getränk im Menü habe ich für das jetzt hier also mit einer Soße und Getränk nur knapp irgendwie 11, 12 Euro bezahlt, weil es dann im Menü noch mal ein bisschen günstiger wird. Ich glaube, ihr könnt es hören, weil mein Mikro genau hier steckt. Richtig knackig, schön cremig, leicht süßlich. Richtig geil. So ein Coleslaw, besser als so ein deutscher Krautsalat. Super gut. Wir essen auf und das Fazit kommt gleich. So, ja, Fazit des Ganzen. Also, ich bin voll bis oben hin. Richtig große Portion. Ihr habt den Berg Pommes gesehen. Soßenschälchen quälen über. Die Burger waren richtig groß. 180 Gramm Neuland-Rindfleisch. Richtig schön gewesen. Auch ordentlich Salat auf den Burgern drauf. Irgendwie nicht nur so ein kleines Tomätchenscheibchen oder irgendwie Gürkchenscheibchen, wie man es irgendwie bei McDonald's oder sowas bekommt. Das Ganze für einen annehmbaren Preis, war super lecker, freundliches Personal. Meine Freundin war auch super zufrieden mit ihrem Cheeseburger. Der Cheddar ist wirklich eine ganz feine Sache, der Coleslaw großartig. Und wenn ich jetzt nur einen Kritikpunkt aussuchen müsste, dann ist das, man kann hier echt scheiße parken. Also das ist ein bisschen blöd, aber von dieser Sache abgesehen, wüsste ich nicht, was mir hier an diesem Laden nicht gefallen hat. Es war absolut klasse, super lecker und ich bin einfach nur satt und zufrieden, wie man so schön sagt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir jetzt gerne noch einen Kommentar da lassen, was so euer liebster Burger ist. Da können wir ein bisschen drüber diskutieren oder wie für euch ein richtig geiler Burger aussehen muss. Und von mir hier nochmal unbedingt eine Empfehlung. Cowboys Burger Saloon bekommt von mir 2 und dann nochmal 2 Daumen nach oben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.